Diese Hochzeit hatte es in sich. Am 29. April 2011 gaben sich Prinz William, 38, und Herzogin Kate, 39, im Rahmen einer ausschweifenden Zeremonie das Jawort. Der Trauung wohnten nicht nur rund 1900 Gäste vor Ort bei, das Spektakel wurde auch weltweit im TV übertragen. Ein Millionenpublikum bestaunte an diesem Tag Kates traumhaftes Kleid, und auch die Hochzeitstorte entsprach der Extraklasse. Für William und Kates XXL-Torte musste nämlich sogar eine Tür im Buckingham Palace ausgebaut werden. Wir mussten eine Tür aus einem Raum entfernen, damit der Wagen mit dem Kuchen durchfahren konnte, rief sich die Konditorin Fiona Cairns jetzt in der Doku The Day Will and Kate Got Married in Erinnerung. Die achtstöckige Torte habe nicht nur eine Höhe von rund 90 cm gemessen, sie sei auch knapp 100 kg schwer gewesen und habe aus 17 einzelnen Obstkuchen bestanden. Zudem habe die Verzierung aus 900 Zuckerblumen bestanden. Queen Elisabeth II. 94 sei von der kleinen Umbaumaßnahme im Buckingham Palace aber alles andere als begeistert gewesen. Ich kann mich daran erinnern, dass sie gesagt hat, ich habe gehört, dass sie mein Haus auseinandernehmen, berichtete die Konditorin und betonte, am Ende wurde aber alles wieder zusammengesetzt, also war es in Ordnung. Wusstet ihr, dass William und Kates Hochzeitstorte so groß war?